ich habe nicht die Zeit gehabt, mir den Text herauszusuchen. Zu den Rheinterrassen jedenfalls heißt es dann irgendwann. Es ist ja sympathisch. Campino spielt Brecht am Schiffbauer Damm mit Rainer Maria, nicht Rainer Maria, also mit Brandauer und unter dem Hauschef Peimann Campino. Aber eine Stimme hat er nicht. Es ist wirklich sympathisch. Dieser Campino singt immer noch wie eine Garagenband. Das finde ich supi. So haben in den 60er Jahren die meisten Bands geklungen. Ja, mein Thema ist aber hier etwas anderes. Mein Thema ist nämlich Franziskus de Paz. Oh, Moment, hier. Machiavelli in Lichtgeschwindigkeit. Das muss ich ja mal zeigen. Wenn das hier schon in Lichtgeschwindigkeit vom Himmel fällt. Machiavelli in Lichtgeschwindigkeit. Das ist mein neues Thema. Also, da haben wir schon mal den Papst in Form der Demonstration in Limburg. Titelseite Süddeutsche Zeitung heute, Donnerstag, Quatsch, was rede ich, Montag, 14. Oktober. Und dann haben wir den Papst hier, ganz groß, die Bischofsaffäre, der Kampf um Rom. In Deutschland hat der Limburger Bischof viele Gegner. Also hier, da will ihn jemand zum Reklamefahren mit einem Renault 4 überreden. Das finde ich auch total lustig. Dann haben wir nochmal auf Seite 10, also was ist denn hier mit dieser SPD-Zeitung los, mit der Kirche? Da haben sie den Abriss von St. Lambertus hier in der Nähe von Köln. Das hat was mit Braunkohle zu tun, aber es hat auch damit zu tun, dass die Kirche einfach sich die vielen Gebäude nicht so gerne leisten möchte. Naja, die Leute klagen sehr und das Irre ist ja, diese Garzweiler-Nummer, die demnächst ganz neue Wege führt, wird ja tausende von düpierten Menschen hinterlassen und dann werden wir sehen, was die... Ja, was soll man sagen? Die Propaganda mit den freien Medien, ja, die sind ja nicht manipuliert. Wie die Propaganda unserer zeitgeistlichen Meinungsführung oder Ablenkung mit diesen unzufriedenen Leuten von Braunkohle zwischen Düsseldorf und Mönchengladbach, Garzweiler, dann umgehen werden. So, jetzt komme ich aber hier zu meiner kurzen entscheidenden Botschaft. Da steht nämlich unter Leute, hier, Franziskus. Franziskus 76, das ist ja wirklich ein Rentneralter, das muss man sagen, immerhin. Aber er geht immer noch aufrecht und vorwärts. Papst hat seine Top 3 der wichtigsten Worte für ein gutes Zusammenleben bekannt gegeben. Nämlich folgende 3 Worte. Bitte. Danke. Entschuldigung. Wenn man sie benutzt, geht es mit der Familie voran, sagte er am Sonntag bei einer Messe zum Marianischen Tag auf dem Petersplatz. Also, bitte, danke, Entschuldigung. Ja, und ich möchte dazu sagen, es gibt an anderer Stelle in der Bibel auch dieses, deine Rede sei la la, nein, nein, was darüber ist, das ist vom Übel. Und so, man muss das immer mit einem Körnchen Salz, also cum grano salis, verstehen. Ansonsten ist es ja Unfug. Es steht an diversen Stellen in dieser Bibel eben auch, man soll sich der Obrigkeit immer fügen. Nun stell dir mal vor, die Obrigkeit agiert wie heute. NSA, Atomgift, Schulden machen, Krieg machen, Chemiegift und so weiter, willkürliche Preisvergaben für irgendwelche Heucheleien und alles das. Und wir stehen dabei und sagen immer ja, ja, nein, nein. Wir sagen natürlich ja, ja. Oder wir sagen hier mit Franziskus, bitte danke und Entschuldigung. Nein, das kann es also nicht sein. Mit anderen Worten, wenn also der Machiavellismus dieser Kirchen- und Papstworte eine kluge Sache sind, wenn, ich will es jetzt nicht einschränken, sondern ich sage die Bedingung, es sei so, dieses ist klug, dass die Menschen nicht mehr reden, damit sie gut miteinander klarkommen, dann ist das eine sehr pessimistische, aber vielleicht nach Machiavelli eine sehr den Menschen sozusagen von der Seele gesprochen, die nämlich faul, aufsässig, sich gegenseitig Wölfe sind, rücksichtslos, bedenkenlos, vergesslich, eigensinnig, scheiße einfach. So, die Menschen sind wie Schimpansen, ja, die fressen sich gegenseitig was weg und vögeln ihre Frauen. Dabei vermehren sie sich. So machen das die Menschen auch, laut Machiavelli Franziskus. Wenn man aber mehr verlangt, also zum Beispiel Zivilisation, Sozialität, Empathie, Rücksichtnahme, Gemeinschaftsgeist, Citoyen, französische Revolution, ja, Freiheit, Bürgerlichkeit, Schwesterlichkeit,
Gleichheit, jedenfalls Zähmung der Starken, Stärkung der Schwachen, alles diese schönen menschlichen Sozialvorstellungen, wenn und nach der machiavellistischen Grundauffassung des Papstes, der Mensch bringt das nicht fertig, weil er einfach eine verruchte Schweinekreatur ist, dann müsste man also sagen, okay, wir machen jetzt Bildungssystem, Soziokultur, Bundesrepublik Deutschland. Und dann gibt es viele Leute, die sagen, ja, aber das Lernen, die soziale Kompetenz soll ja freudig, spielerisch geschehen. Ja, das ist natürlich völlig bescheuert, denn auf das Lernen, auf das es ankommt, kommt es nicht auf Triebverwirklichung an. Also freuen und spielen, sondern da kommt es auf Triebhemmungen, Umgang, also mit den Gegenständen durch die anderen, Widerstände durch die anderen, meine Verhinderung durch die anderen, also Triebhemmung und Triebverzicht. Und das ist hart. Das ist hart und das ist Disziplin, die man braucht, um hier sozusagen nüchtern durchzukommen, geschweige denn sich aufzuregen und in Mord und Totschlag zu verfallen. Mit anderen Worten, wollen wir soziokulturelle Werte über die banale Ja-Ja-Nein-Nein-Fähigkeit hinaus bei uns setzen, also durch Bildung den Menschen beibringen, dann müssen wir es denen vormachen und wir müssen wissen, es peinigt sie. Ja? Das Kind soll lernen, nein, es will Schokolade. Das Kind soll lernen, nein, es will Fußball gucken. Das Kind soll lernen, nein, es will Gameboy, es will Internet und so weiter. Das Kind muss verneint werden, damit es die Kultur lernt. Das will es nicht so. Und dann gibt es immer Leute, die sagen, ja, das Kind lernt spielend durch Lernsoftware, ja, durch Tralala. Also, liebe Freunde, schminkt euch das ab. Was der Papst hier sagt, trifft die Natur des Menschen auf den Kopf. Aber wenn man mehr will, muss man sich quälen. Das ist meine Ansage hier. Damit schönen Dank für den Aufruf. Lichtgeschwindigkeit 3913 am 14. Oktober.